Nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Bali Berseri. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu timetodo.ch. Ich hoffe, Sie hatten einen entspannten Arbeitstag und können jetzt gemütlich vor dem Fernseher sitzen, denn heute haben wir auch wieder ein Thema, was uns alle angeht, zumindest die, die in ihrem Leben mit dem Auto, mit dem Bus, mit dem LKW unterwegs sind, entweder privat oder beruflich. Um was geht es dort immer? Immer um die Kosten. Und Kosten sind heute etwas, was leicht ausufert und die man immer im Griff halten sollte. Ein zweiter Aspekt ist natürlich auch unsere Umwelt. Und da haben wir heute zu Gast einen Mann, der sich da viele Gedanken gemacht hat und der ein System auf den Markt gebracht hat, was ich erst gar nicht glauben konnte, aber wir haben das Ganze getestet. Erst möchte ich Ihnen mal meine Gäste vorstellen. Herzlich willkommen, Gregor von Dabich, grüß dich, dann der Toni und der Walter. Der Gregor ist der, der das Ganze hier angezettelt hat in der Schweiz. Genau, so kann man sagen. Du bist also der Verursacher. Und zwar von was? Ja, wir reden hier über den Fuel Saver. Wir sparen Treibstoff. Das ist unser Ziel, einmal die Umwelt zu entlasten mit Schadstoffen und dann auch das Portemonnaie zu entlasten mit Treibstoffreduktion. Es geht hier also um einen kleinen Metallstift, der in den Tank kommt und dann eben 10-20% Treibstoff spart. Jetzt gab es ja über Jahre hinweg, ich kenne ja diese Szenerie mit allen möglichen Gerätschaften, die man in Autos, an Autos, dann wurde auch schon getestet von Automobilverbänden. Da gab es die wildesten Dinge, die Geld gekostet haben, aber außer dem, der sie verkauft hat, niemand was gebracht haben. Leider, ja. Genau, und das ist ja das, da wirst du auch ein bisschen mit zu kämpfen haben, wahrscheinlich noch mit diesen alten Vorurteilen, ja, weil da natürlich viel Hokuspokus gemacht wird. Ja. Jetzt waren wir ja so, als ich das zum ersten Mal gehört habe, hast du A, gesagt, okay, ich beweise das, wo ist dein Auto, das steht da hinten, hab dir aber gesagt, ich habe bereits einen Chip drin und ein anderes System, was auf der Benzinleitung sitzt und habe meinen Verbrauch schon runtergeschraubt, also man muss das mal ins Verhältnis setzen, ein 3,2 Liter Turbodieselmotor mit knapp 300 PS hat vorher gebraucht um die 10 Liter. Nach diesem Chip und diesem Einbau hatte ich noch 8,5 bis 9 Liter gebraucht. Dann kam der Gregor und hat gesagt, jetzt bauen wir mal das Ding ein. Ist ganz interessant, wenn du schon zwei Systeme drin hast, was dann passiert. Und siehe da, und ich habe das letzte Woche, glaube ich, am Telefon gesagt, ich bin jetzt 2 oder 3 Tankfüllungen gefahren. Jetzt geht mein Verbrauch nicht mehr über 8,3 Liter hinaus. Das war jetzt das meiste. Er pendelt immer zwischen 7,9 und 8,1. Natürlich auch auf meine Fahrweise. Wenn ich viel in der Stadt rumfahre, ist er etwas höher, wie wenn normal, ich über Strecke fahre. Das hat uns aber nicht gereicht. Wir sind dann hingegangen, haben uns ein Auto, was uns die Firma Autokunst zur Verfügung gestellt hat für den Test, haben wir genommen, ein großvolumiges Auto, also ein, ich habe glaube ich V6 gesagt, aber das stimmt nicht, ist ein V8 sogar. V8, Ford, ja. Genau, ein Ford Flex, V8 Motor, auch über 300 PS, 350, 380, so in der Größenordnung. Also ein richtiger Wumser hier, der auch richtig Gas hat und es ist kein besonders aerodynamisches Auto. Es ist eigentlich ein Kasten. Die Zuschauer werden es gleich sehen. Und wir tun... Auf meinem Desktop ist es drauf, habe ich gar nicht gesehen. Dann schauen wir mal. Wo wir es haben. Ihr habt es auf meinem Desktop. Ah, Fuel Saver, genau. Dann schauen wir uns einmal an. Und jetzt können wir das einblenden. Ist den Fuel Saver testen. Dazu haben wir einen Ford Flex 3,5 V6, ein Auto mit 360 PS. Und ausgeliehen, Dachtankträger ist randvoll. Fahren damit eine Strecke von 100 bis 150 Kilometer. Und schauen dann mal, was was wir heute hier machen, ist den Fuel Saver testen. Dazu haben wir einen Ford Flex
3,5 V6, ein Auto mit 360 PS, uns ausgeliehen. Das tanken wir jetzt randvoll, fahren damit eine Strecke von 100 bis 150 Kilometer und schauen dann mal, was in den Tank hineingeht. Auch wieder tanken wir voll, so, bis zum Rand und werden dann diesen Test nach dem Einbau mit dem Fuelsaver wiederholen, um festzustellen, was das Auto wirklich verbraucht mit und ohne der Spritspartechnik. Wir sind gespannt. Jetzt sind wir wieder angekommen an der Tankstelle, von der wir vorher gestartet sind. Jetzt tanken wir ihn nochmal voll, um zu schauen, was hat er jetzt verbraucht ohne den Fuelsaver drin. Dann fahren wir in die Werkstatt, lassen den Fuelsaver einbauen. Nach der zweiten Fahrt sind wir dann schlauer. Jetzt haben wir verbraucht 10,39 Liter bei 82 Kilometer Fahrstrecke. Und jetzt fahren wir zum Einbauen. So, jetzt haben wir den Fuelsaver eingebaut, ja, und werden jetzt mal testen, welche Möglichkeiten gibt es denn, den im Auto einzubauen. Also was wir jetzt hier gemacht haben, ist, wir haben ihn auf die Benzinzuleitung montiert. Das ist eigentlich etwas, was wir nur zur Not machen. Aber wir hatten jetzt kurzfristig keine andere Möglichkeit. Andere Alternative ist, direkt in den Tank einzubringen. Und da kann man über den Tankgeber gehen oder über einen Verbindungsschlauch. Am besten schnell bei der Werkstatt, wenn man selber nicht basteln möchte. Ja, genau. Ist es genauso gut beim LKW wie beim PKW oder gibt es beim LKW noch bessere Ergebnisse? Die Ergebnisse unterscheiden sich von Fahrzeug zu Fahrzeug. Und wir können eigentlich gar nicht genau sagen, dass jetzt nur ältere Fahrzeuge besser darauf ansprechen als neuere. Wir haben also auch Euro 6 Motoren, die hervorragend darauf ansprechen. Liegen immer so zwischen 10% und 20%. Es gibt Ausnahmen, wenn der Sprit, die Qualität vom Sprit sehr schlecht wird, also in dritte, ja, Weltländern, da gehen die Einsparungen dann nochmal deutlich nach oben. Ah, okay, okay. Gut, dann schauen wir mal. Das haben wir jetzt soweit drin. Jetzt fehlt uns nur noch die Klappe wieder zum Aufsetzen. Und dann kann es im Prinzip losgehen. So, die machen wir da wieder drauf. Jawohl, und jetzt Klappe zu. Jetzt schauen wir mal. Und los zur nächsten Testfahrt. Nach dem Volltanken haben wir jetzt den Fuelsaver eingebaut und fahren jetzt die gleiche Strecke noch einmal. Das waren 84,3 Kilometer. In der Erstausstattung ohne Fuelsaver hat er einen Verbrauch gehabt von 10,39 Liter. Dieser Ford mit diesem EcoBooster, schon sowieso ein Auto, was nicht besonders viel Sprit verbraucht, mit 360 PS, einem 3,5 Liter Motor, ist es ganz kommod. Und jetzt schauen wir mal, ob der Fuelsaver bei der gleichen Strecke und der gleichen Fahrweise eine spürbare Einsparung bringt.
So, jetzt sind wir wieder zurück von unserer zweiten Probefahrt mit dem Foolsaver. Und jetzt kommt es darauf an, jetzt liegen die Beweise gleich auf der Hand. 3 Liter, 4 Liter. Oh, oh, das gibt's ja wohl nicht, oder? Das gibt's da nicht. Das ist schon unglaublich. Das ist der Hammer. Jetzt habe ich 6,7 Liter Kriegenei. Also jetzt kriege ich maximal 8 Liter. Nein, das ist ja fast nicht möglich. Ich habe jetzt schon 10 Mal. Ich habe jetzt 8,3, 8,4 Liter drin. Also mehr geht nicht. 8,8. 8,95. So, wir sind fertig heute mit unserem Test zum Thema Foolsaver. Was mich erstaunt hat, ist doch das große Potenzial, was dieses Gerät gebracht hat. Wir haben nach der ersten Fahrt 10,3 Liter getankt, jetzt nach der Fahrt nach dem Einbau vom Foolsaver nur noch 8,9 Liter. Große Einsparung, Gregor, ich bin überrascht, ich hätte mit nicht so viel gerechnet. Ist das so normal oder haben wir hier einfach, weil wir ein sehr großvolumiges Auto haben, das Ergebnis? Nee, also wir sehen schon typischerweise Ergebnisse 10% bis 20%. Jetzt gerade bei der ersten Fahrt und bei diesem großen Auto, was ja sehr wenig verbraucht, das ist ja nur bei 12 Liter gewesen auf 100 Kilometer, bei 360 PS und V8, ich meine, das ist unheimlich wenig für diese Größe des Motors. Muss ich sagen, bin ich auch ein bisschen überrascht, dass wir gleich 13% erwischt haben. Uns geht ja höher. Also nach 6 Tankfüllungen geht die Einsparung ja nochmal hoch, typischerweise. Also schön, hat mir gut gefallen, super Ergebnis. Aber wir haben oftmals auch schon bei der ersten Fahrt 10% plus Einsparung. Ja. Ich meine, wir haben es ja jetzt gesehen, es war eine nicht gleichmäßige Fahrt. Wir hatten Straßenstücke mit Stop-and-Goes, Ampel, Ortsdurchfahrt, ein bisschen Kantonalstraße, dann ein Stück Autobahn und das Gleiche wieder zurück. Also unterschiedliche Straßenverhältnisse, unterschiedliche Geschwindigkeiten, so wie man normal fährt. Also ich muss auch sagen, gratuliere, gutes Ergebnis mit dem Foolsaver. Zuschauer, kann ich Ihnen empfehlen, ist eine Anschaffung, die sich relativ schnell amortisiert. Also ich sag mal so, je mehr Sprit Ihr Auto jetzt verbraucht, desto größer ist die Einsparung. In diesem Sinne, zurück ins Studio. So, liebe Zuschauer, sind wir wieder da. Sie haben gesehen, natürlich gibt es viele Informationen und viele Dinge, die man heute erzählt bekommt. Man muss nicht alles glauben. Wir sind der Sache auf den Grund gegangen und ich war wirklich überrascht. Ich habe gleich gedacht, okay, vielleicht ein Liter oder so, 100 Kilometer. Das war schon ein irres Ergebnis. Jetzt will ich mal den Gregor nochmal fragen, hey, gibt es solche Ergebnisse ständig oder war das jetzt ein Ausnahmefall mit dem Auto? Nee, ist typisch, wenn man relativ genau misst, kommen wir oft auf 10%. 10 bis 20% dann auf die Dauer nach 6 Tankfüllungen erhöht sich dieser Effekt dann nochmal. Also das ist schon relativ normal. Wir haben Ausreißer nach oben, wir kommen gleich zu einem, wo wir 30% haben. Ich habe selber ein Fahrzeug gehabt, einen Saab, da habe ich auch 30% gehabt. Aber es ist nicht die Regel. Also 10 bis 20% kann man aber schon rechnen. In dem Bereich liegt es. Ja. Ist das Ding für jeden gleich? Vielleicht erklären wir noch mal kurz den Zuschauer, was Foolsaver ist, was da passiert. Also es wird kein technisches Gerät eingebaut, sondern das ist, wir zeigen es vielleicht einmal. Ja, das ist hier so ein kleiner Metallstab. Das ist jetzt sogar einer der größeren hier für einen LKW. Gibst du mir mal, dann lassen wir die Kamera etwas ranzoomen. Dann sieht man das. Und dieses Teil, was wird damit gemacht? Also das kommt am besten in den Tank hinein. Mhm. Und das hat Informationsgehalt auf diesen, das ist ja ein einfacher Nirosta-Stift. Und dieser Informationsgehalt überträgt sich dann auf den Treibstoff. Und so funktioniert das. Der Treibstoff wird energetisiert. Wenn der in die Brennkammer eingespritzt wird, brechen die langen Kohlenwasserstoffketten auf. Und dann kann sich mehr Sauerstoff anlagern. Wir wissen alle noch aus dem Chemieunterricht, der Sauerstoff ist eigentlich für die Verbrennung verantwortlich. Absolut.
Und dadurch, dass sich mehr Sauerstoff anlagert, haben wir zwei Effekte. Wir brauchen weniger Treibstoff, weil der Sauerstoff den Kolbenhub ja bewerkstelligt. Und wir haben aber auch weniger toxische Abgase. Und das kann man messen, auch ganz normal wie den Treibstoffverbrauch auch, kann man auch die reduzierten Abgaswerte messen. Also wir haben nicht nur ein tolles Ergebnis fürs Portemonnaie, sondern wir haben auch ein tolles Ergebnis für die Umwelt. Richtig, wir tun weniger verbrauchen, das ist schon mal die erste Ersparnis. Natürlich jeder Liter, der nicht durch einen Auspuff geht, verursacht keine Emissionen. Und wir haben noch von dem, was aus dem Auspuff kommt, da eine Reduktion drin. Genau. Das ist ein fantastisches Ergebnis. Gibt es einen für alle? Das heißt vom Rasenmäher bis zum Turbo Porsche? Oder? Nein, nicht ganz. Wir mussten uns da schon an die Motorleistung anpassen. Also das ist jetzt der für den LKW-Bereich gewesen. Und dann haben wir hier noch eins, den sieht man wahrscheinlich kaum. Das ist für den Rasenmäher. Und dazwischen, also insgesamt haben wir eben 6 verschiedene Varianten, die wir hier anbieten können. Und also das heißt, ich kann auch beginnen, wenn ich einen, darf ich mal sehen, ach, das ist ja kuschelig hier. Ja, der ist also ein ganz kleiner Stift, den kann man kaum sehen, liebe Zuschauer, hat vielleicht 1 Zentimeter oder 1,5 Zentimeter Länge, liegt da unten in dieser Verpackung drin und hat aber den gleichen Effekt. Das heißt, auf Leistung ist es abgestimmt, das heißt, das wäre so für Roller und kleine Motoren, genau. Für irgendwas. Bis 120 auch. Kubik sowas. Also und theoretisch auch für Stromaggregat und sowas. 34 alles. Stutz geht das los oder ja. 28 Dürfen wir hier Euro. Nicht sagen, wir sind ja kein Verkaufsfall. Oh, Entschuldigung. Also nur mal um so eine Größenordnung, es geht auch mit relativ wenig Einsatz, ist man mit dabei. Und das geht dann hoch, das ist unser größtes Kind, das ist der XXL. Wenn Sie also ein Schiff haben zu Hause und die Elbe rauf und runter fahren, dann ist also das die Größe der Wahl. Das wird dann im Tank verspannt und da sparen Sie dann auch 6 bis 10 oder 12% an Schiffsdiesel ein. Jetzt nochmal zu dem Thema des Einbauens, weil das ist ja immer so eine Thematik, wo der Kunde dann sagt, oh, kann ich das alleine, mache ich das richtig? Kann ich als Laie, der außer Autofahren nicht viel von Technik versteht, das Einbauen bei mir ins Auto? Ich meine, wir haben jetzt in dem Beitrag gesehen, den wir gemacht haben, da hat man es an die Spritleitung, aber das ist ja eigentlich nicht die optimale Anwendung. Ja, also das kann in der Regel jeder. Ich habe 2 linke Hände, ich habe das auch geschafft, ich habe die verschiedenen Sachen natürlich auch probiert. Das geht eigentlich gut, aber wir empfehlen vielen Kunden, gerade die ein neueres Auto haben, nach 2006, da ist nämlich unten in den Autos nochmal so eine zusätzliche Sicherungsklappe drin. Gehen Sie am besten zur Werkstatt. Die Werkstatt macht das meistens im Rahmen von einem Service oder Reifenwechsel, macht die das so mit und sonst kostet 30, 40 Franken oder Euro und dann montiert Ihnen die Werkstatt das mit drauf. Und dann kann man sich sagen, es muss also im Tank, im Sprit sein. Das ist die beste Lösung. Am allerbesten. Ja. Aber bei dem Ford hatten wir das Problem, das ging nicht so einfach und dann haben wir gesagt, machen wir es auf die Leitung. Und du hast gesehen, das Ergebnis war trotzdem toll. Nee, es war unglaublich, wie gesagt. Ich möchte gar nicht wissen, was im Tank passiert. Oder wir haben 6 Tanks leer gefahren, haben nur die Zeit hatten wir gerade nicht. Also, das heißt, für alle Verbrennungsmotoren, für Benzin, für Diesel, wie ist es mit dem neuen Hybridzeug und sowas? Wunderbar. Da ist die Motorleistung ja relativ gleichmäßig. Die lädt ja dann vor allen Dingen die Batterie auch. Wir haben also bei Toyota Prius Hybridfahrzeugen eben bis 20% oder mehr auch gehabt. Wobei die natürlich sowieso nur, sagen wir mal, 5 Liter brauchen oder sowas. Aber immerhin, ich meine, 20% sind 20%, das ist ein schönes Ergebnis. LPG-Autogas, Erdgas, geht auch. Wir haben Blockheizkraftwerke Da wäre ich jetzt gerade drauf gekommen. Dann heißt es ja auch, wenn es da geht, was ist denn mit meiner Ölheizung? Weil die sprisst ja auch hier kräftig vom Geldbeutel. Genau. Und oben, was da rauskommt, ist ja auch nicht so gesund. Ja, das ist richtig. Also da haben wir auch sehr, sehr gute Erfahrungen. Also Heizöl, Gas, Pellets, Holzöfen, gibt es also eigene Produkte dafür, weil die Verbrennungsprozesse andere sind, aber funktioniert genauso und wunderbar. Und dann kommt der Heiztechniker und stellt dann nochmal nach, kann die Düsen dann teilweise reduzieren. Also ich habe das jetzt gerade bei mir im Haus gehabt und das geht nochmal deutlich nach unten, der Verbrauch. Also ich habe jetzt dieses Jahr im Winter weniger Diesel verbraucht, also Heizöl verbraucht als letztes Jahr, obwohl, wie wir alle wissen, dieses Jahr relativ. Jetzt weiß ich, warum du über Monat bist, ne? Du hast so viel Geld übrig jetzt. Ich Schatz beiseite. Aber kommen wir vielleicht einmal zum Toni. Toni, vielleicht erklär mal unseren Zuschauern erstmal ein bisschen, wer du bist und was der Fullsafer mit dir zu tun hat. Also ich bin Elektrokonstrukteur vom Beruf seit 17 Jahren und habe mich mit Wasserstofftechnologie beschäftigt, habe eine Wasserstoffzelle eingebaut in meinem Auto, um zu sehen, wie man Sprit sparen kann. Und dann bin ich so an Treffen gegangen und habe so den Gregor kennengelernt und
dann hat er mir von diesem Stift erzählt und wir haben dann diesen ausprobiert. Also ich habe den insgesamt ein halbes Jahr lang dann ausprobiert im Auto. Und mit dieser Wasserstoffzelle oder im normalen Motor? Ohne. Also ohne. Ja, weil das kann man nicht kombinieren. Okay, darf ich noch fragen, was es für ein Auto ist? Das ist ein Minivan, also ein 1600er. Und ja, dann habe ich das getestet, mal in einem Kurzstreckentest zuerst. Und dann habe ich den Langstreckentest gemacht und bin auf ein Ergebnis von 23% gekommen, Einsparnis. Über wie lange hast du das jetzt drin bisher? Das ist jetzt bald 2 Jahre, würde ich sagen, ja. Und hat sich kontinuierlich gehalten? Das ist dann nach gut 5 Tankfüllungen, hat sich dann das eingespielt, so auf 23-24%, ja. Was hat ein Auto vorher verbraucht, wie viel auf 100 Kilometer? Das ist ein bisschen unterschiedlich. Also ich habe ja eben diesen 1600er und habe eigentlich einen Anhänger und der war so der Verbrauch um die 9-12 Liter pro 100 Kilometer. Und wenn wir jetzt dann runterrechnen, dass das, wenn wir nur bei 20% wären und wenn wir jetzt das Mittel von 10 Liter nehmen, dann sind das 2 Liter. Das heißt, auf 100 genau. Kilometer, was kostet im Moment das Benzin? 1,70? 1,70, 1,80. Ja. Dann sind wir hier schon bei 3,5 Franken auf 100 Kilometer. Und wenn man das natürlich hochrechnet auf eine Jahreslaufleistung, dann bleibt schon mal was im Geldbeutel übrig, dann werden die Weihnachtsgeschenke wieder etwas üppiger. Ja, ja. Wie ist, hast du auch schon eine Erfahrung machen können, was das Thema Abgase betrifft? Hast du schon mal eine Messung gemacht, so zur ASU? Genau, so? Da habe ich eine Messung gemacht und die Abgase hat man messen können. Das waren ungefähr, das CO hat sich reduziert bis 2/3 war das genau. Also auf 2/3 oder um 2/3? Um 2/3, ja. Um 2/3 also reduziert innerhalb der ersten 5 Minuten, ja. Wow, das ist ja unglaublich. Ist super, ja. Also ich glaube dir schon, aber es ist für mich eine Wahnsinnsgrößenordnung, weil wie gesagt, wir haben ja diese Ausflüchte der, ich hätte beinahe gesagt, des Klimawandels, muss sagen, der Klimalüge, die leben wir ja noch jeden Tag und müssen dann, wenn das Smog da ist, plötzlich 80 fahren auf der Autobahn, obwohl das auch nichts bringt, dann ist wieder was anderes. Letztendlich wären das ja alles Themen, die diese ganze Ausstoßgeschichte reduzieren können. Ich frage mich natürlich immer in dem Zusammenhang, warum macht es die Industrie nicht gleich, ne? Aber wahrscheinlich werden sie so gut von der Ölmultis gesponsert, dass sie das einfach sein lassen. Das so. Fragen wir uns natürlich auch. Ja. Woran liegt das? Wir haben ja Leute zum Teil, die bei BMW arbeiten und die sagen, nee, wenn wir das zu sehr publizieren intern, dann riskieren wir unseren Job. Und da muss man sich natürlich fragen, wie kommt das? Ja? Ich habe mich versucht auch, das klar zu machen. Mein Freund hat mir gesagt, ja schau, wir geben also großen dreistelligen Millionenbetrag aus jedes Jahr für Treibstoffeinsparungen. Und das ist ja für alle großen Automobilkonzerne wahrscheinlich relativ ähnlich. Und dann kommt man auf 1-2%. Und wenn dann einer daherkommt und sagt, hier, jetzt kann man hier für ein paar hundert Euro, kann ich jetzt 10% einsparen, dann ist es einfach nicht glaubwürdig für die Leute. Aber was ich nicht verstehe, ist, wieso testen sie es nicht? Ja? Wieso wird nicht mal, kann man nicht sagen, okay, wir wissen es auch nicht, wir wissen nicht, wie das Zeug funktioniert, aber wir testen es einfach mal. Man kann es ja sehr sauber testen, also auch noch sehr präziser, als wir es jetzt gemacht haben. Man kann ja 100-mal die Schalter fahren. Ich bin ja ein Anwender, das heißt, mir nützen tolle Tabellen nichts. Man gut, das kann ich lesen, aber ich für mich alles Schall und Rauch. Ich will das immer real sehen. Ja. Machen, fahren, selber drin, da kann man keiner was erzählen. Genau. Kommt zurück, messt nach und sagt, wow, einfach 2,5 Liter weniger drin im Tank. Und ja, das ist entscheidend. Hier haben wir aber zum Beispiel auch Messungen von dem Prüfstand, wenn wir den mal zeigen wollen. Das da sieht man auch sehr, sehr eindeutig. Einmal geht eben die Leistung nach oben. Ja, jetzt haben wir es auch. Das heißt, die obere Kurve, ich fahre da mal mit der Maus hin, dass die Zuschauer das sehen. Genau. Die Kurve sagt was? Die ist also die Leistungskurve nach Installation des Fuel Savers und zwar nach einigen 100 Kilometern. Und die untere, die gepünktelte, war die Ausgangskurve ohne Fuel Saver. Die hier. Und das ist also ein kritischer Werkstattmeister gewesen, der eben die Möglichkeit hatte, das an seinem älteren Golf zu messen. Und der ist also in der Leiste nach oben gegangen, im Drehmoment unten, das sieht man in der unteren Dings, ist nach oben gegangen, hat eine Höchstgeschwindigkeit von 185 auf 210 immerhin erhöht und der Treibstoffverbrauch ist runtergegangen um 30% insgesamt. Also hier sehen wir das nochmal, ohne Fuel Saver, 50 km/h,
wahrscheinlich gefahren auf 100 Kilometer 6. Bei alles 100, auf dem Prüfstand, ja, der misst das dann auf dem Rollenprüfstand. Genau, 100 Kilometer 5,5 Liter auf 100 Kilometer. Nach dem Einbau des Fuelsavers nach einem Kilometer haben wir dann natürlich schon bei 50 nur 4,3 von 6,3, von 4,5 auf von 5,5 auf 4,5 und dann von 6,7 auf 5,7. Und Leistung nach Fuelsaver M? Das ist dann nach einer Laufleistung gewesen von einigen hundert Kilometer und da sieht man, das ist heruntergekommen auf 3,3 bis 4,3 Liter je nach Geschwindigkeit. Da unten sehen wir das auch mit der Geschwindigkeit. Höchstgeschwindigkeit in der Messung 1 waren 185, 200 und sogar 210. Und das mit dem Golf 3, wir wissen jetzt nicht, was er für einen Motor hat. Ist ein bisschen älterer gewesen, aber wir sehen hier auch nur eine Leitungsmontage im Motorraum. Ja, also genau. Das Gleiche, was wir auch gemacht haben, noch nicht mal im Tank. Das ist also natürlich ein überdurchschnittliches Ergebnis, muss man auch ganz klar sagen. Also davon bitte nicht ausgehen, wenn ich das normal in mein Auto tue. Es gibt hier und da Leute, die das schaffen, aber 10-20%, sage ich mal, ist eine realistische Größenordnung. Also auch ein verblüffendes Ergebnis, dass wir da so eine, vor allen Dingen die Leistungszunahme, das waren ja fast 20 PS, die es da gegeben hat in der Zunahme. Und das ist natürlich auch schon ein gutes Tuning, sage ich, und das einfach, indem ich so einen Stift in den Tank tue. Da habe ich natürlich schon einiges erreicht. Wir haben Kunden, die für das sehr spannend finden, aber unser Hauptaspekt ist natürlich auf die Einsparung auszugehen und die Reduktion der Umweltbelastung. Das ist jetzt nicht unser Hauptverkaufsargument. Aber im Sicherheitsfall, wenn man mal überholt und es wird ein bisschen knapp, man hat halt zusätzlich ein paar PS nochmal zur Verfügung, um das dann abzuschließen. Gibt es schon Langzeittests, also wenn das mal ein Jahr im Auto ist, wie sich das dann verhält, ob sich am Wagen was verändert, ob sich an der Leistungskurve wieder was ändert? Also die Motoren, wir haben ja in einem Auto, das seit 10 Jahren montiert, also der Hersteller selber in Österreich, in einem Z3, und die haben Abgaswerte wie ein Neuauto, ja, also phänomenal. Und die ist dann immer lustig, wenn man das zu Prüfstellen fährt, die klopfen dann an die Messgeräte und sagen, das Messgerät ist kaputt, nur mal das nächste Messgerät und schließen das dann an und sagen, ja, also heute ist ja nicht unser Tag, okay, fahren Sie, sieht okay aus. Aber. Das verstehe ich. Liebe Zuschauer, wir sind schon in der Hälfte unserer Sendung angelangt. Wir werden jetzt den Toni austauschen, weil ich mit dem Walter noch gar nicht gesprochen habe. Wir haben nämlich auch noch einen dritten Gast da und da gehen wir jetzt ein bisschen mehr ans Eingemachte. Wir gehen weg vom PKW und schauen uns dann in der zweiten Hälfte einmal an, wie verhält sich das ganze System denn bei großen Autos, also bei Bussen, bei LKWs oder bei schweren Maschinen. Ist es da ähnlich effektiv und was hat die Praxis gezeigt? Und da haben wir einfach uns den Walter eingeladen, den wir jetzt gleich nach der Sendung befragen, wie das im LKW ist. Ich danke Ihnen, dass Sie bei uns waren bisher. Wir hören uns gleich wieder nach der folgenden Werbepause. Botschafter des Wassers Dr. Masaru Emoto hält seinen einzigen Vortrag in der Schweiz am 10. April 2013 um 19 Uhr im Restaurant Element in Langenthal in der Lotzwilstraße 66. Melden Sie sich jetzt an, die Plätze sind begrenzt. Wir sind wieder zurück bei timetodo.ch. Heute bei mir zu Gast der Gregor von Drabisch, der Mann, der in der Schweiz den Fuelsaver gebracht hat. Neu hinzugekommen ist der Sebastian. Hallo Sebastian. Und der Walter ist noch da. Walter, zu dir wollte ich kommen jetzt, denn wir waren eben in der Kategorie PKW. Auch unser Test war ja mit einem PKW. Du kommst aber aus einer ganz anderen Kategorie. Erzähl mal, was du machst. Gut, ich habe ein KMU, das ist ein Kleinunternehmer auf Lastwagenbasis, also auf LKW. Ich fahre für einen Grossverteiler, regelmäßige Einsätze, und ich bin auf den Fuelsaver gekommen durch meinen Kollegen Sebastian. Ich habe sehr skeptisch gehabt, er hat mir mal gesagt, du, los, probiere mal so einen Stift. Er hat einfach mal so von einem Stift erzählt und da habe ich natürlich zuerst gedacht, willst du mich hochnehmen oder was ist los? Bin ich ehrlich, ich bin sehr, sehr skeptisch gewesen. Gut, ich habe ihn nicht zuerst genommen, er hat nochmals zwei, dreimal mit Kontakt aufgenommen, hat mir telefoniert und gesagt, Chance, schau mal, du kannst ihn haben. Du musst ihn mal ausprobieren. Da habe ich gesagt, ja gut, ich muss kein Geld in die Hand nehmen, sie sollen mir den mal bringen. Und dann haben wir den mal hineingetan.
In was für ein Auto war das erste, wo ihr es getestet habt? Bitte? In welchem Wagen habt ihr es als erstes? Das war ein älterer Euro 2, Jahrgang 96er, MAN Kassenfahrzeug, 400 PS, 82, 18 Tonnen Gesamtgewicht. Wir haben, wir haben nicht reingetan. Der Kollege hat mir gesagt, er könne mit dem Gregor können wir mal das Test machen. Wir sind am Samstag am Morgen, haben wir den Test gemacht. Jetzt ist es korrekt. Wir haben am Samstag am Morgen haben wir den Test gemacht. Wir sind eine Strecke gefahren von 61 km ohne Fullsaver. Wir haben das Fahrzeug aufgetankt, ganz korrekt, sogar noch angezeichnet. Wir haben das Auto geschüttelt, dass ja kein Luftblasen im Tank ist. Wir sind gefahren, nur auf Autobahn, dass natürlich das Bild nicht verzerrt wird, eben Stop and Go und so. Wir sind gefahren, 61 km auf Autobahn, sind zurückgekommen, haben das Fahrzeug wieder getankt mit dem Fullsaver. Da haben wir den Fullsaver in den Tank an einem Draht fixiert, damit wir ihn wieder rausnehmen können. Wir sind die gleiche Strecke gefahren, ich war dabei, also es war kein Chauffeur, nicht. Ich bin selber dabei gewesen, wir haben das Fahrzeug getankt und sind die 61 km Fullsaver wieder gefahren. Und wir sind zurückgekommen, haben wieder getankt und also ich muss schon sagen, ich bin was gegangen ist. Siehe da, wir haben einen Treibstoffeinsparnis von 10,23%. Ich muss eingestehen, ich war sehr skeptisch, aber ich muss eingestehen, der hat sicher etwas gebracht. Also von dem her darf ich wirklich auf positiv das Thema. Hast du das mittlerweile in deine anderen Fahrzeuge auch eingebaut? Dezent, ich habe 7 Fahrzeuge. Neue Fahrzeuge, ältere Fahrzeuge und ich habe erst in 2 Autos einen Fullsaver reingemacht. In einen neuen Actros, wo ich 100.000 Kilometer fahre, dort habe ich keine Teststrecke gefahren. Also ich habe den einfach, ich bin auch etwas überrascht gewesen und dann habe ich ihn einfach ohne, den behalte ich noch, da habe ich ihn mal so reingetan und habe dem Chauffeur gesagt, du bitte, tu mal das verfolgen. Und er ist auch positiv. Er ist nicht so überfreudig gewesen wie ich. Also ich bin eher überzeugt. Er hat gesagt, ja gut, er ist hinten. So verrückt merke ich es nicht, aber wir schauen mal. Aber ich kann ihn ja so kontrollieren. Wir schreiben den Treibstoffverbrauch, ich habe die Kilometer und ich werde das auf längere Zeit werde ich das so mal ausprobieren und werde das selber kontrollieren. Ja. Also jetzt haben wir gehört, das mit dem LKW. Wie ist es so im Schnitt? Du hast ja schon mehr Erfahrung. In wie vielen LKWs wird der Fullsaver schon eingesetzt? Also in Hunderten. Wir werden ja insgesamt, die Fullsaver sind ja 50.000 Mal im Einsatz weltweit. Mhm. Oder Hunderte, wahrscheinlich sogar Tausende unterdessen von LKWs. Das geht von Militärfahrzeugen bis eben hin zu kommerziellen Fahrzeugen, die eben den LKW im Tagesbetrieb einsetzen. Ja. Wenn wir jetzt hören, 10%. Weil es ist ja auch da eine Kostenrechnung ganz einfach. Wir haben eben vor der Sendung kurz drüber gesprochen. Wenn wir im Schnitt mal 30 Liter annehmen, ich glaube, das ist beim LKW im Schnitt so immer das, was er so verbraucht. 10% bedeuten da 3 Liter. Das sind ja, wie gesagt, wenn wir das hochrechnen, wir haben es hochgerechnet auf eine Jahresleistung, glaube ich. 100.000 Kilometer, das ist jetzt ist das typisch normal in das, nein, das ist so? Nicht, das ist nicht normal. Wir haben verschiedene Einsätze, aber es ist schon 100.000 Kilometer im Jahr ist schon an der oberen Grenze. Es gibt sicher, die sagen, es gibt noch mehr Kilometer, aber 100.000 Kilometer im Jahr ist wenn er voll ausgelastet ist und richtig viel fährt, dann kommt er da muss er also schon das ganze Jahr laufen. Ja, das ist Lieferverteilverkehr in der Schweiz. Wir haben natürlich internationale Speditionen, die 200.000 Kilometer im Jahr und noch mehr machen. Ja? Mhm. Also von Dänemark nach Spanien oder so. Das würde ja bedeuten, wenn wir diese 3 Liter jetzt als Beispiel nehmen, rechnen das hoch auf 100.000 Kilometer. Wir haben, glaube ich, einen Spritpreis genommen von 1,80 als Dieselpreis. Ja. Dann kommen wir da bei 5.000 Franken. Und es ist ja schon mal eine Hausnummer. Und wie gesagt, wir dürfen jetzt hier die Preise nicht sagen vom Fullsaver, aber wir dürfen sagen, wann hätte er sich in dem Verhältnis amortisiert? Ja, ungefähr 3 bis 4 Monate, das ist typisch.
Ja, für also ein nationales Transportunternehmen 3 bis 4, vielleicht mal 5 Monate. Ja. Warum wenn man jetzt mal ausrechnet, hat einer 10 Lastwagen, die voll im Einsatz sind, baut das Thema ein. Ich meine, 50.000 Franken, da kannst du ein neues Auto dafür kaufen, zwar noch kein LKW, aber einen etwas kleineren halt in dem Fall. Also man merkt es recht kräftig, ja, wie da diese Einsparung funktioniert. Abgasmäßig, wisst ihr da schon was? Bin ich ehrlich, habe ich keinen Test gemacht. Noch keinen Test? Nein. Gibt es da bei den LKWs, gibt es da auch Ergebnisse? Ja, typisch, also Beispiel ist Österreich zum Beispiel, die Rewe, die das einsetzt, die haben einen Trübungswert von 0,05 bei ihren LKWs. Trübungswert heißt was? Das sind die Rußpartikel, die hinten rauskommen. Okay. Ja. Und das ist phänomenal. Also das was ist normal, was ist ohne? Ich glaube, die haben so 1 oder sowas, um die 1. Also um die 1 hat um die Hälfte ja auch letztendlich. Nein, mehr um die. Also wir haben normalerweise Reduktionen 80-90%. Unglaublich. Ja, also haben es ja eben auch schon Toni gehört. Hat gesagt, 2/3, ja, das ist jetzt beim Benziner. Mhm. Bei den Dieselfahrzeugen ist das extrem. Die haben ja schon Filter drin, da wir haben ja drüber gesprochen kurz. Die Nanopartikel gehen trotzdem durch, das ist das, was für uns wirklich schädlich ist. Ja. Die anderen toxischen Abgase werden beim LKW auch reduziert. Also da hat man schon richtig kräftige Vorteile auch für die Umwelt. Für die Transporteure ist natürlich vor allen Dingen der pekuniäre Aspekt wichtig, das muss man ganz klar sagen. Wenn du ein Geschäft hast, musst du rechnen und wie gesagt, jeder Tausender, der da übrig bleibt, kannst du für was anderes einsetzen. Ja, genau. Ja. Sebastian, komme ich mal zu dir. Bei dir war das ja eine Mischung. Ich durfte vorhin ein Bild sehen von einem wunderschönen alten Fahrzeug, aber erzähl mal selbst. Ja, ich habe einen FBW-Bus, ein Jahrgang 57, und machen noch so Reisen. Wir sind ein Nostalgie-Club und ich da das Fahrzeug warten und schauen und machen. Mhm. Und dann habe ich mit dem Toni zusammen einen Test gemacht, sind wir auch die Tankstelle gefahren, zuerst Unisaver und dann eine Retour und dann den Saver rein und gefahren wieder auch. Sind wir um 60 Kilometer rum. Mhm. Und dann auch gut, 13% habe ich Most gespart. Ich konnte das fast nicht glauben. Und habe noch einen VW-Bus. Und dem habe ich etwa 17% gespart. Also so ein VW-Bulli, so ein 9-Sitzer, oder? Ein 10-Plätzer VW-Bus, jawohl. Und dann habe ich auch den rein getan. Im Moment hat er nicht gewirkt. Und jetzt läuft er schöner. Der Abgas ist besser. Und wie viel Prozent sparst du jetzt im VW-Bus? 17%. 17%, ja. Jawohl. Ich mache also gut 200 Kilometer mehr den Verbrauch. Also mit einer Tankfüllung? Mit einer Tankfüllung, jawohl. Das lässt sich auch rechnen, 200 Kilometer mehr. Ja, das macht viel aus für das ganze Jahr ausgerechnet, oder? Mhm. Das bringt viel. Also das heißt, du bist zufrieden. Wie wäre da die Amortisation jetzt in dem Fall? Das hängt natürlich von der Kilometerleistung ab, die das Fahrzeug hat. Also wir sehen so bei Leuten, die jetzt sehr, sehr wenig fahren mit sparsamen Autos, die haben das 12 bis 24 Monate drin. Jemand, der regelmäßig zur Arbeit fährt, jeden Tag, 6 bis 12 Monate. Also verglichen mit einer Bankanlage heute, ja, ist das ein bombastisches Investment. Ich würde sagen, würdest du das als Finanzberater versprechen, wärst du wahrscheinlich gleich vorm Richter, weil der sagt, das kann gar nicht sein. Das gibt's gar nicht. Eine andere Frage ist, es ist ja, wenn man es in die Hand nimmt, es fühlt sich an wie ein ganz normaler Metallstab. Wir haben vorher rumgescherzt, als wir zusammen sind, gesagt, ja, gehen wir in den Baumarkt und kaufen uns die Dinge, dann ist das ganz einfach. Aber da macht man natürlich die Rechnung ohne den Wirt. Das heißt, nicht das Metall ist das Thema, sondern die spezielle Behandlung, dass er die Funktion hat, das energetisieren zu können. Jetzt ist die Frage, nützt sich das ab? Das heißt, wie alt sind die ältesten Tests, die man... Also 10 Jahre jetzt ist das im Test, nutzen sich nicht ab. Wir geben ja 10 Jahre Produktgarantie auch auf das Produkt. 10 Jahre Produktgarantie, aber es hält länger. Das gibt es heute nicht so oft. Ja, das hält länger, das kann man gerade sagen noch. Wir geben ja auch 90 Tage Geld-Zurück-Garantie. Also man kann das testen, man kann sagen, ja, es funktioniert gut und dann behält man es. Und wenn nicht, kann man es zurückschicken, kriegt sein Geld wieder.
Also das ist, denke ich, eine sehr gute Sicherheit dann auch für den Kunden. Ah, das ist fast eine einmalige. Wo geht das heute? Erklär mir mal irgendwas, was du, wie gesagt, 90 Tage testen kannst. Du kannst sagen, nö, ich will es nicht mehr, ich gebe es zurück. Also ist schon eine tolle Geschichte und das heißt auch, man ist überzeugt vom Produkt. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ungefähr 2 Promille Rücklaufquote und das ist eigentlich immer die falsche Installation. Wir haben da jetzt nochmal in letzter Zeit sehr viel reingesteckt an zusätzlicher Information und wir empfehlen eben dann zur Werkstatt zu gehen, weil man dann sicher ist, dass es richtig installiert ist. Es geht ja nicht um den Metallstift als solchen, sondern es geht um die Information. Wir haben ein Trägermedium gesucht und da ist dieser Nirosta-Stift halt sehr, sehr stabil. Der nutzt sich eben nicht ab. Mhm. Ja? Und da ist eine Information aufgeprägt, wir sagen immer Homöopathie für den Tank, ja? Weil die Information ist ja das, was übertragen wird. Und Leute, die so ein bisschen feinfühlig sind, die spüren auch die Energie, gerade von dem großen XL. Und einige sagen, ja, ich gebe den gar nicht mehr her, ich stecke den mir hier in die Tasche rein. Will die Energie. Ich will die Energie haben, ja. Aber gedacht ist es wirklich für den Tank, ja. Dann zeigen wir vielleicht unseren Zuschauern nochmal, also wenn wir da das Computerbild einmal kurz einblenden. Das ist zum Beispiel der kleine jetzt für der mittlere, nee, M ist der mittlere für Autos über 90 PS bis zu 275 PS ungefähr. Mhm. Wir sehen hier auch, wir haben, das ist von TÜV getestet worden. Hier und ist genau. Rechts ist der Hersteller, New Generation aus Österreich. Und das ist für die normalen Traktoren und eben Pkw bis ungefähr 275 PS. Also so, ich sag mal, das klassische Durchschnittsauto. Ja. Der große, den du hattest, der war bei der über... Der ist für der LKW, also den wir in dem Ford drin hatten, das war über 275 PS, der ist bis ungefähr 400, 500 PS für Kleinlaster, ja. Und eben, sagen wir, großmotorige Pkw. Mhm. Und dann gibt es eben den großen für die LKW ab 400, 500 PS. Mhm. Ab 7,5 Tonnen, sagen wir. Ah, okay. Dann haben wir hier nochmal ein anderes Ergebnis, was mich auch sehr erstaunt hat, weil es ein relativ altes Auto ist. Wir haben hier im Test gehabt einen, was ist das, einen Mazda 323 1,3i mit von 1992er Baujahr, hat 60.000 Kilometer drauf. Der wurde da auch getestet und wenn Sie sich die Kurve links anschauen, liebe Zuschauer, ich versuche das mal größer zu machen, dass wir nur die Kurve sehen. So, und jetzt fahren wir das Ganze ein Stückchen höher. Das wollte ich Ihnen zeigen. Und das war ja für mich schon erstaunlich, weil da geht es um ganz andere Größenordnungen. Der hat vorher gebraucht, wir sehen das links, also hier, liebe Zuschauer, sehen Sie das 10 auf Liter. Der Ebene, 10 Liter. Und dann ist er gefahren, 6 Tankfüllungen und nach der 6. Tankfüllung war der Verbrauch auf 7 Liter. Ich meine, da sind wir bei 30%, dass ja. wir da mal wissen, um ja. was es geht. Ja. Und wenn man das hochrechnet ja. für jemanden, der im Jahr, wie gesagt, sage ich mal 50.000 Kilometer nur fährt, der 3 Liter auf 100 Kilometer spart bei den Spritpreisen, da ist ein richtiger Familienurlaub drin, ne, am Jahresende, wenn das ins Kästchen kommt. Ja, also einmal das und zeigt eben auch, dass der Effekt zunimmt über die Anzahl der Tankfüllungen hinweg. Das ganze System wird energetisiert und wir sparen eben, wir säubern den Motor, die Schlacke im Motor wird entfernt und es wird also das Ganze sauber, die Verbrennung, der Verbrennungsprozess wird effizienter und das sieht man dann eben auch sehr schön an den Abgaswerten. Mhm. Man hat das auch testen lassen, wenn wir da schauen, was ich auf meinem Bildschirm habe, da ist das so ein TÜV-Zertifikat, Middle East, das heißt, das wurde irgendwo im Mittleren Osten getestet und zwar in Abu Dhabi, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und da gibt es dann auch eine komplette Beschreibung dazu, die wir uns da angeschaut haben. Da geht es um ein Dieselfahrzeug, einen Passenger-Bus, einen Mitsubishi. Der wurde hier auch getestet mit Manual Transmission, also mit 5-Gang-Getriebe. Da haben wir dann die Ergebnisse. 7,8 Liter und dann am Schluss hat er eine Einsparung von 10,16% bis 12,16%. Ja, wir haben verschiedene Testfahrten gemacht, auch mit dem Referenzfahrzeug. Was ja, ohne Fuel Saver fuhr. Hier, genau. Ja, und eins, was ganz ohne Fuel Saver fuhr, um eben die Varianz aufzuzeigen. Und das war um die 2% bei dem Fahrzeug ohne Fuel Saver. Wir sind die Strecke
viermal dort gefahren, einmal mit dem BMW und mit diesem Mitsubishi-Bus. Da waren die Fuel Saver drin und ein drittes Fahrzeug hatte keinen Fuel Saver drin. Und da haben wir eben gesehen, es kann auch nicht an den äußeren Einflüssen liegen, diese Treibstoffeinsparung, sondern es lag wirklich an dem Fuel Saver. Das heißt, wir sehen daran, du bist nicht nur hier in der Schweiz unterwegs, nein, dein Arm reicht bis Abu Dhabi. Ja. Und das heißt, international wird das vermarktet. Du sagtest vorhin, weltweit sind 50.000 von den Dingern bereits im Einsatz. Dann hoffen wir ja, dass es noch mehr werden. Erstens, wie gesagt, wegen der Umwelt. Das ist immer mein Thema. Je sauberer wir unsere Umwelt halten, desto besser geht es uns. Und natürlich, wenn ich noch da gut ersparen kann, dann macht das natürlich für mich auch Sinn. Jetzt gibt es natürlich auch ausführliche Testberichte. Ich zeige Ihnen mal einen, der erschien in der Zeitung Raum und Zeit. Ich muss da nochmal gucken, dass ich das sehe. Und zwar steht da als Headline drauf, Spritsparen mit freier Energie. Der geht über mehrere Seiten. Wir werden den an die Sendung heute anhängen. Das heißt, wenn Sie auf unsere Website gehen, liebe Zuschauer, dann können Sie sich den ganzen Artikel auf dem PDF anschauen und können dann sehen, wie das Ganze funktioniert, warum es funktioniert. Hier sind Kurven drin, Testergebnisse drin, hier sind auch technische Daten dran angegeben und Berichte von Menschen, die fachkompetent sind, die das dann alles nachgewiesen haben, warum das so ist und was der Hintergrund ist und wie die ganze Geschichte funktioniert. Weniger Ruß, Kohlenmonoxid und Stickoxide sind die erfreulichen Folgen. Und das könnte also für mich schon die ausreichende Motivation sein, dieses Gerät in mein Fahrzeug einzubauen. Dann steht hier unten noch, die kraftstoffeinsparende Wirkung des Fuel Savers darf wohl als unbezweifelbarer Fakt hingenommen werden. Dann haben wir auch noch ein Interview dabei mit einem Herbert Renner. Da ist ein Refa-Ingenieur und Geschäftsführer von, wie heißt das hier? The New Generation, das ist die Entwicklungsfirma. Ah, okay. Letztlich, vielleicht darf ich noch was sagen zur freien Energie. Du hast ja schon an anderer Stelle über die freie Energie auch berichtet. Da ist ja eine Philosophie auch dahinter. Mhm. Und wir haben hier eigentlich ein Brückenprodukt, was noch nicht die freie Energie sozusagen alle Energieprobleme mit einem Schlag löst, aber es ist eine Brückentechnologie, wo ich in der heutigen Technik, mit der wir arbeiten, also Fahrzeuge, Lkw, Busse und so weiter, Heizungen, das nutzen kann, um Verbräuche und Umweltbelastung zu reduzieren. Aber wir gehen natürlich weiter. Auch bei diesem Produkt gehen wir weiter. Wir arbeiten jetzt mit Chiptunern zusammen. Wir haben da erste Einsparungen von 40%. Wir hoffen, dass wir auf 50% kommen an Einsparungen. Zusammen mit der Elektronik des Fahrzeuges. Natürlich wäre es toll, wenn Fahrzeughersteller mit uns zusammenarbeiten würden. Das hoffen wir natürlich, wird bald passieren. Und das Endziel ist natürlich, dass wir am Ende, so wie der gute Nikola Tesla, überhaupt gar keine fossilen Brennstoffe mehr brauchen. Also man muss sehen, freie Energie steht wirklich für die Freiheit des Menschen an dieser Stelle. Da ist eine Philosophie dahinter. Da geht es nicht nur um ein paar Fränkli oder ein paar Euro sparen, sondern es geht wirklich darum, dass wir ein Stück Freiheit den Leuten bringen. Und es setzt sich natürlich auch nicht damit durch, dass wir hier sitzen und sprechen, sondern dass es wirklich jeder dabei sich im Fahrzeug dann auch wirklich einsetzt und das erzählt den Leuten. Das ist wirklich das Entscheidende, weil sonst setzt sich die freie Energie bei uns nicht durch. Ja? Genau. Und wie gesagt, ich habe auch noch versprochen, konnte ich leider noch nicht machen, aus Zeitproblematiken her, auch meine persönlichen Bericht dazu zu geben, dass die Menschen sehen, auch wie gesagt, ich habe das und ich durfte es sogar zweimal in meinem eigenen Auto und in dem Mietwagen, wo wir da den Test zusammen gemacht haben. Was steht denn noch an? Ist da die Begrenzung bei dem Thema Heizungen und Fahrzeuge? Oder gibt es noch andere Entwicklungen, wo man eine Reduktion hervorrufen kann? Nein, es gibt natürlich noch andere Entwicklungen. Ich hatte ja heute kurz darüber erzählt, wir testen gerade ein Produkt, was Elektrizität einspart. Die haben gute Referenzen, wir müssen es jetzt erstmal selber testen, aber das Unternehmen verspricht 5% Einsparungen, garantiert, sonst auch Geld zurück. Das finde ich sehr überzeugend, aber jetzt testen wir es erstmal. Verkaufsargument überhaupt. Ich melde mich dann wieder, wenn ich selber getestet habe, aber die Referenzen, kommt auch wieder aus Österreich, sind sehr, sehr interessant. Dann hat das Haus in New Generation, was den Fuel Saver entwickelt hat, auch viele andere Produkte. Da wollen wir dann später vielleicht mal drüber berichten, die in trockenen Bereichen hilft, die Fruchtbarkeit der Böden zu stärken, toxische Schwermetalle, radioaktive Abfälle zu reduzieren. In ein, zwei Jahren könnte man eigentlich Fukushima völlig entgiftet haben. Jetzt wird die Erde dort untergepflügt und die Bauern pflanzen dort wieder an, was natürlich letztlich heißt, dass wir das irgendwann essen oder
der japanische Konsument. Ja. Hoffentlich nicht. Also wir haben hier wirklich viel Möglichkeiten, Wasserreinigung und uns von den ganzen Umweltsünden, die wir begangen haben in den letzten Jahrzehnten, relativ schnell mit Hilfe der freien Energie zu befreien. Und das ist eigentlich phänomenal, diese Lösungen, die da vorhanden sind. Also wir können uns noch auf weitere Technologien freuen, die über die Verbrennungsthematik hinausgehen, die vielleicht, wie gesagt, unseren Stromverbrauch reduzieren, wäre ja auch eine tolle Geschichte. Und die auch noch andere Bereiche abdeckt. Ich meine, das mit den Böden wäre natürlich auch eine Hammergeschichte. Ja. Ne? Das ist ja ein großes Problem mittlerweile. Ja. Wenn ich jetzt nochmal auf euch beide zukomme, dass, wenn ich jetzt da mit euch im Gasthaus sitzen würde, wir würden darüber sprechen, könntet ihr das empfehlen, frei raus und sagen, jawohl, da kann ich dahinter stehen? Wie sieht es bei dir aus, Sebastian? Das ist eine sehr gute Sache. Und die Entwicklung ist ja da, kommt immer besser und wird nicht schlechter. Also das ist gross empfehlenswert. Das freut mich. Und wie siehst du das? Ja, ich kann das auch nur bestätigen. Also wie gesagt, ich bin am Anfang war ich sehr skeptisch. Ich war wirklich sehr skeptisch, ich habe ihn bald ausgelacht. Aber heute kann ich hinter dem Produkt stehen und ich kann das wirklich weiterempfehlen. Das heißt, du wirst Zug um Zug wahrscheinlich deine Fahrzeuge alle damit ausrüsten, dass du auch am Jahresende den Sonderurlaub rausgespart hast. Ja, das wird sicher so kommen. Wunderbar. Wir sind auch schon fast am Ende der Sendung. Vielleicht sagen wir den Zuschauern noch, die kein Internet haben, wenn ich jetzt das Produkt bestellen will, wie kann ich dich finden, wenn ich kein Internet habe? Also die Ambition AG hier in Cham sind wir jetzt, findet man im Telefonbuch. Ambition AG aus Cham. Ja. Wir haben auch ein Auslieferungslager in Deutschland. Da muss man halt ein bisschen im Telefonbuch, kann man ja auch schauen. Der Schweiz, da findet man uns auch. Wir haben auch deutsche Nummern, sieht man natürlich am besten an übers Internet. Also Ambition AG ist nicht so schwer sich zu merken. Ambition, wie dass wir Ambitionen haben. Und solange wir noch Ambitionen haben, dann geht es mit uns voran. Wenn Sie also kein Internet haben, dann können Sie über die Telefonauskunft diese Nummer natürlich bekommen. Dann können Sie den Gregor von Drabich anrufen und natürlich mit ihm die Dinge besprechen. Er hilft Ihnen auch bei der Thematik, wenn es darum geht, wie und wo kann ich es einbauen lassen. Und da haben wir natürlich dann auch einen Komplettservice. Und wie gesagt, denken Sie daran, 10 Jahre Garantie, 90 Tage Geld-Zurück-Garantie. Dem Produkt, wie gesagt, da wäre ich mal wieder froh, wenn ich in meinen alten Verkäuferzeiten noch wäre. Da könnte man richtig Gas geben. Ne? Weil, wie gesagt, früher hieß es Geld im Voraus und Garantie gibt's nicht. Und der Kunde musste das schlucken. Das ist natürlich heute besser geworden. Wir haben auch noch eine andere Problematik. Bei den kommerziellen Unternehmen ist es oftmals so, die haben auch rechtliche Fragen, die sie bewegen. Wir haben also eine Produkthaftpflichtversicherung, die diese Frage auch abdeckt. Mhm. Bei großen Speditionen machen wir kostenlose Tests auch. Die können sich also selber im Streckentest davon überzeugen, wie das Produkt oder dass das Produkt funktioniert. Also denen kommen wir wirklich weitgehend oder so weit wie möglich entgegen. Sie müssen dann sich aber eigentlich auch bereit erklären, nach so einem Test dann auch zuzuschlagen, wenn der Test positiv ist. Ja. Ja, also ich meine, eigentlich müssten ja die öffentlichen Betriebe, die auch alle, wie heißt es bei uns in Deutschland, heißt es die Stadtwerke, wie heißt es hier, die ganzen Streufahrzeuge und sowas haben? Also die öffentlichen Verkehrsmittel. Ah, die und Straßenunterhalt sind schon öffentliche Verkehrsmittel. Ja, also die haben ja einen Haufen von diesen LKWs, da müsst ihr überall eigentlich so ein Ding drin, weil da geht es ja nicht nur darum, dass sie Geld sparen, da sparen sie ja ihr und unser Geld aller, weil es finanziert sich ja auch über Steuern und Abgaben. Also da müsste der eigentlich offene Türen sein, oder? Wir haben auch ein Leasingangebot, wir vermieten das auch. Wenn einer sagt, oh, ein bisschen knapp, ich habe 100 LKW, ich möchte jetzt nicht gerade die ganze Investition auf einen Schlag oder kann ich vielleicht mir gar nicht leisten. Sag mal gut, es gibt auch eine Leasing- oder eine Finanzierungsmöglichkeit, dass er das sozusagen über Teile der Einsparung dann refinanziert zahlen kann. Quasi, ja. Also es ist eigentlich eine rundum schöne Geschichte. Ja. Also wir verändern nichts am Motor, wir verändern nichts an der Elektronik. Wir haben jetzt Freigaben bekommen von MAN Wien zum Beispiel für die österreichische Post. Die haben sich das angeschaut und gesagt, ja gut, das kann gar keinen Schaden verursachen, ihr könnt das ruhig nutzen. Iveco hat eine Freigabe gegeben für ein Unternehmen in Österreich auch. Also die Hersteller von Fahrzeugen sind sehr, sehr kritisch, das verstehe ich auch. Ja. Aber wenn sie unser Produkt sehen, sagen sie in der Regel, okay, kann man nutzen. Wunderbar. Wir sind kurz vorm Ende unserer Sendung. Gregor, ganz herzlichen Dank. Ich bin überzeugt vom Produkt und ich werde es auch weiterhin nutzen. Auch Sebastian, Walter und der Toni, der hinter der Kamera sitzt. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört.
Das Beste, was man immer tun kann, man überzeugt sich selbst von einer Sache. Das haben wir getan und sind der Dingen auf den Grund gegangen. Es hat ein hervorragendes Ergebnis, was auch unsere drei Gäste neben dem Gregor bestätigt haben. Ich kann es Ihnen empfehlen, wenden Sie sich an dieses Unternehmen, sparen Sie Ihr Geld, tun Sie etwas für die Umwelt, das tut uns allen gut. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und eine angenehme Nacht und bis morgen Abend 20 Uhr bei Time to Do. Heute wollen Sie mich nicht gehen lassen? TimeToDo.ch ist Ihnen präsentiert worden von Bali Berseri.